zu Anfang war es sehr überraschend. Als ich ihn kennengelernt habe, stand ich neben ihm und habe 10 Minuten auf meinen Torwarttrainer gewartet, bis es hieß, der steht daneben. Mein Name ist Lutz Lothar Maschuh. Ich bin 77 Jahre alt und Torwarttrainer beim SV Börnsen. Die Größe, da habe ich eigentlich nie so Probleme gehabt. In meinem Pass steht 1,48. Ich habe das dann immer auf 1,50 abgerundet. Das sind immerhin noch 2 Zentimeter mehr. Lutz ist immer da. Er kümmert sich, er hat ein gutes Auge und einen super Ehrgeiz und steckt voll in der ganzen Sache drin. Also es macht schon Spaß. Wir sind eigentlich super glücklich, dass wir ihn haben, weil er sehr, sehr emotional dabei ist und auch mit Leib und Seele. Und das ist einfach der Hammer, was er hier macht. Mir war eigentlich immer wichtig der Sport an sich. Und der Fußballleben im Besonderen. Und ich war ja nicht nur Fußballspieler, sondern ich habe ein bisschen Tennis gemacht, ich habe ein bisschen Tischtennis gespielt und ich habe vor allen Dingen noch geturnt. 1973 war natürlich ein Highlight hier. Wir hatten ein 25-jähriges Jubiläum und da war die HSV Altliga hier mit Uwe Seeler und Willi Schulz. Ich hatte dann das Vergnügen, nach einer Flanke von unserem Rechtsaußen das 1:0 zu schießen, führten bei Halbzeit 3:0 und Uwe hat gemeckert wie ein Horspatz und das Endergebnis war dann 3:8. Aber es war ein Erlebnis und die Kinder haben nachher Autogramme gewollt. Vielleicht noch ein Jahr, vielleicht auch machen wir nächstes Jahr Schuss, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir mal dann absprechen, auch mit dem Verein. Zumindest, das ist das Allerwichtigste, dass man mit den Leuten immer Spaß hat. Und das sagen ja auch viele Trainer, aber ich glaube, bei uns ist das recht ordentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.